Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Es ist wieder soweit, eure Lieblingsgesangslehrerin ist heute wieder am Start und heute geht es um das Thema Songs für Männer. Ja, wer richtig Bock auf Gesangsunterricht hat von einem Profi und selber auch unter Vertrag war bei Universal, ich jetzt, wer richtig Bock hat auf vollgeladene Informationen, wöchentliche Austritte von mir und natürlich so, dass dein Leben sich auch durch Singen verändert, weil es bringt ja nichts, wenn du gut bist für die Bühne, sondern wir wollen dich startklar machen auch für den Alltag und Singen ist etwas, was dich komplett verändert, dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein, sondern auch persönlich, du wirst halt so einen Schub bekommen, du wirst dich selbstbewusster fühlen. Und wenn du Bock auf das Ganze hast, dann schau mal rein bei tanjalevyvocalstudio.com. Ja, da kannst du einen Termin mal mit mir buchen, ein Kennenlerngespräch. Ich erzähle dir so ein bisschen, wie unser Coaching-Programm funktioniert. Ja, und ob du auch wirklich, wirklich geeignet bist dafür. Und ich freue mich, dich dort zu sehen. Und ja, hinterlass doch mal ein Abonnement. Das wäre mega geil. Ein Daumen hoch und natürlich einen lieben Kommentar, da freue ich mich immer drum. Lass uns doch mal direkt loslegen mit Einstieg-Songs für Männer. Und wir starten hier mit unserem Lieblingskollegen Ed Sheeran. Und ich persönlich finde, nach meiner Meinung und mit allen Erfahrungen, die wir gemacht haben, für Männer, die jetzt gerade loslegen wollen mit dem Singen, die noch keine Ahnung haben, wo ist meine Tonlage, in welchem Register befinde ich mich, wie ist eigentlich meine Stimme so drauf, kann ich euch definitiv Ed Sheeran als Einstieg empfehlen. Warum kann ich euch das hier empfehlen? Erstens ist er in einer sehr bequemen Tonlage, es ist alles im Bruststimmregister und der Song von A nach B bewegt sich halt die ganze Zeit an der Tonlage. Es ist nicht wie bei Sam Smith, wo dann wirklich ein Power-Chorus ist, da ist Kopfstimme mit dabei, sondern hier haben wir ein bequemes Register, Bruststimme für Männer. Und ihr könnt eigentlich immer davon ausgehen, das kriege ich hin, weil dort passieren auch innerhalb des Songs keine großen Veränderungen, also innerhalb größtenteils seiner Songs. Und deswegen halte ich das für einen Einstieg relativ gut. Das Gute ist, dass wir hier die Mischung haben zwischen Sprachgesang und melodischem Gesang. Wenn man sich jetzt mal einen Song mal rauspickt, wie I See Fire oder sowas, ne? I See Fire Inside the Mountain. Ja, also man guckt, es ist ein bisschen eine Mischung zwischen Sprachgesang und ab und zu wird was melodisch durchgesungen. Aber ihr habt jetzt nicht, wie bei Sam Smith, Passagen, die ihr wirklich ausbelten müsst, in einer hohen Bruststimme zum Beispiel. Auch was ich super gut zum Einstieg finde, ist John Legend. Ich glaube, All of Me wurde in den letzten Jahren super viel gecovert, aber wenn ihr wirklich gerade dabei seid, eure Stimme kennenzulernen, dann ist All of Me genau das Richtige, weil ähnlich wie bei Ed Sheeran bewegen wir uns die ganze Zeit von A nach B, praktisch auf einer Tonlage. Und es ist alles relativ bequem, es erwarten euch jetzt keine hohen Passagen, ihr braucht keine Angst haben vor hohen Tönen, sondern ihr wisst, okay, wenn ich den Song singe, den kriege ich irgendwie solide runter, ohne dass ich Angst haben muss, Gefahr zu laufen, dass ich den Ton nicht bekomme und nicht halten kann und nicht aussingen kann. Dann lass uns doch weitermachen mit hier den anderen Kollegen, und zwar die habe ich mir heute ausgesucht, weil ich das hochgradig interessant fand, weil sie dort den Mix haben zwischen Brust- und Kopfstimme. Und in den letzten Jahren hat das sehr, sehr stark die Charts dominiert. Wir haben jetzt zum Beispiel Harry Styles, der häufig die Kopfstimme benutzt im Chorus. The Weeknd ist unser Lieblingsspezialist für Kopfstimme. Sam Smith, James Arthur, Bruno Mars, Adam Levine, Charlie Puth. Nur um mal ein paar zu nennen. Und unfassbar, wir haben so viele Männer, die in Kopfstimme singen. Und das ist was, ja, ich meine, Michael Jackson hat die Tür für uns ja geöffnet damals. Auch natürlich andere Künstler, aber es wird immer, immer mehr moderner, dass Männer jetzt auch in der Kopfstimme singen. Was am einfachsten noch mitunter ist, wer sagt, ich habe eine gute Kopfstimme, ich kann die Übergänge relativ gut machen, dem würde ich in dem Fall Harry Styles empfehlen, weil es dort nur ein paar Wörter sind in der Regel oder Sätze, wo er in die Kopfstimme geht, dann zurück in die Brust und es ist nicht ganz so viel Kopfstimme. Das heißt, Harry Styles ist immer noch in einer, sage ich mal, bequemen Tonlage, kommt drauf an, in welchem Register ihr euch befindet, aber immer noch so, wo ich sage, okay, das kann man noch Anfänger benutzen. Charlie Puth, würde ich sagen, könnte kritisch sein, weil er stellenweise richtig fließend dann in der Kopfstimme durchsingt und da muss man sich auf jeden Fall darauf vorbereiten. Ja. Ja, dann haben wir hier noch Bruno Mars und dann sind wir schon eigentlich gar nicht mehr bei den Anfängern. Für mich ist Bruno Mars unter den Männern relativ hoch im Register, also muss ich ganz klar sagen, auch die Höhe, die Bruststimme, die er da benutzt, also für Männer
ist er da. Ja, lass uns doch mal ein bisschen wandern zu den eher schwierigeren Sängern oder Songs, wo ich sage, nein, die würde ich Anfängern nicht empfehlen, sondern eher Fortgeschrittenen. Und das ist hier Bruno Mars zum Beispiel. Ich finde kategorisch Songs von ihm immer sehr hoch, auch für Frauen sehr hoch. Also für Frauen, die alto sind, ist es definitiv hoch. Hohes Bruststimmregister, Kopfstimme, auch sehr starke Kopfstimme für, vor allem. Entschuldigung, und da hat mein Handy gerade wieder geklingelt. Mache ich mal ganz kurz aus. Ja, und Bruno Mars, es ist auch ganz viel durchgesungen. Es ist halt kein Sprechgesang, wie du das jetzt hier von Drake hast, wo das auch gerappt ist natürlich teilweise, oder ne, der Mix, sage ich jetzt mal so, weil Drake singt ja auch in den Choris selber. Aber ja, da muss ich ganz klar sagen, Kollege Charlie Puth und Bruno Mars sind melodisch echt pitch perfect. Ich habe ja Charlie Puth gesehen im Konzert und muss auch da ganz klar sagen, der war live auch super gut. Also die, da müsst ihr schon ein bisschen ackern. Da müsst ihr ein bisschen ackern. Aber sind auf jeden Fall gute Songs dabei. Ja, kommen wir doch jetzt mal zur Creme de la Creme. Und das ist für mich natürlich so Sam Smith. Natürlich gibt es auch andere und auch The Weeknd, weil viele auch bei The Weeknd gar nicht wissen, was da eigentlich passiert. Ist es ein leichter Mix? Ist es eine leichte Mischstimme? Ist es überhaupt eine Mischstimme? Ist es eine Kopfstimme, Bruststimme? Das bräuchte wieder ein ganzes Video für sich. Aber auf jeden Fall, lass uns doch mal loslegen mit Sam Smith, einer meiner Lieblinge. Warum? Weil du hast hier erstmal stellenweise lange Passagen. Gerade auch bei Writings on the Wall oder bei anderen Songs von ihm. Du hast halt viel Chorus, der in Kopfstimme ist. Du hast den Wechsel zwischen das in Brust angesungen, das in Kopfstimme ausgesungen. Und dann hast du diese krassen Belting-Töne. If I risk it all. Und die musst du auch mal erstmal ansingen können, durchhalten können. Und dann muss das Ganze ja auch schön klingen. Und da brauchst du Körpereinsatz. Also geht es hier wirklich ins Eingemachte technisch. Und deswegen finde ich ihn mitunter nochmal eine ganz andere Liga. Und gerade das Writings on the Wall fand ich sensationell. Da hast du alles. Melodischen Gesang, Bruststimme, Kopfstimme und so weiter. James Arthur auch wieder dasselbe. Du hast halt auch diesen Mix. Aber du hast ja auch wieder Riffs in Runs mit dabei. Wie er das Ganze nämlich ausrifft in Kopfstimme. Und auch die Power, die er da hat und durchzieht. Das heißt, es ist schon nicht Anfänger. Sondern ich würde auch da wieder sagen, es ist dann doch was für Fortgeschrittene. Ja, jetzt kommen wir doch mal zu The Weeknd. Und The Weeknd ist ja auch eben eine Mischung aus dem Ganzen. Also wenn wir mal gucken, der letzten Song, ich glaube Blinding Lights. Und da hast du auch eine Mischung zwischen soften Sprechgesang. I've been on my own, but I've been above far too long. But baby, show me how to watch, baby. Burned city's cold and empty. Und dann ist es für viele schon der Bruch, wo sie dann in der Kopfstimme singen, wo er es immer noch in einer Bruststimme singt. Müsste man jetzt auch nochmal weiter analysieren. Aber da hast du diese fließenderen Übergänge. Man merkt also, das ist jemand, der einfach, ja, nicht, man hört diesen Kontrast nicht raus zwischen Brust und Kopf, was häufig bei Männern der Fall ist. Nein, es ist so fließend, dass viele Männer denken, ist das jetzt eine Mischstimme? Und deswegen ist es für viele ein bisschen schwierig, aber da müssen wir wirklich mal ein einzelnes Video zu machen. Kategorisch hat er ja auch immer zum Ende hin ganz hoch die Kopfstimme. Also er hat ja diesen Sprung von eher Bruststimme, höhere Bruststimme und dann so eine ganz hohe Kopfstimme auch. So. Schreibt mir doch mal eure Vorschläge in den Kommentaren. Das interessiert mich auch immer, was ihr dazu sagt. Und ja, lasst uns mal darüber ein bisschen diskutieren. Wen findet ihr? Welcher Song ist einfach für euch zu singen? Und wo sagt ihr, nee, dieser Künstler ist ein bisschen schwieriger? Wir haben jetzt natürlich, also ich habe jetzt auch ganz speziell nochmal geguckt für 2020. Kategorisch George Michael. Elton John oder Michael Jackson ist jetzt nicht drin, finde ich auch, sind Ikonen. Ich finde es auch immer sehr schwer, Songs von Michael Jackson zu singen, weil, ja, der ganze Sound, diese Power, also ist wieder eine ganz andere Nummer. Aber das können wir uns gerne auch nochmal in Ruhe angucken. Daumen hoch, Abonnement, freue ich mich wahnsinnig. Wir sind auch auf Instagram und schaut doch mal jetzt in die nachfolgenden Videos. Die sind auch wieder vollgepackt mit Informationen, ganz viel Spaß und ich sehe euch in meinem nächsten Video.